Wildgänse kommen wieder. Ihr kennt's. Alles läuft gerade mit eurer Ernährung. Ihr habt es gerade so eingependelt. Vielleicht eure Sprossenzucht, dass die genau dann immer fertig sind, jeden Tag. Ihr habt so ein bisschen Logistik betrieben, Sprossenlogistik. Alles läuft. Und dann kommt's. Ihr müsst in den Urlaub. Ich meine, ihr seid verzweifelt, ihr wisst nicht mehr, was ihr tun sollt, ihr wisst vorne und hinten nicht, was kann man machen, um so gesund wie möglich noch im Urlaub sich zu ernähren und alles aufrechtzuerhalten, was man sich vielleicht so angeeignet hat die letzten Tage, Wochen, Monate, was auch immer, vielleicht durch meine Videos. Und ich zeige euch heute drei Sachen, die ich so mache. Los geht's. Also wichtig ist, dass man sich schon etwas Gedanken macht, was man letztendlich dann tut, weil wenn man dann letztendlich im Urlaub ist und sich dann denkt so, oder vielleicht auf langen Reisen oder wo auch immer, auf jeden Fall nicht zu Hause, dann kann es oft passieren, dass es auf einmal völlig eskaliert und wir wissen, wie das dann aussieht. Ja, und das wollen wir nicht. Und deswegen habe ich für euch drei Möglichkeiten letztendlich vorbereitet und was ich immer so mache, weil es vor kurzem so passiert ist. Und das erste, was ich mache, ist, ich setze ein paar mehr Sprossen an zum Beispiel, ja, das heißt Buchweizen oder sonst was, lasse ich kurz ankeimen und dann trockne ich ihn wieder. Oh nein, Sonne weg. Und das mache ich zum Beispiel mit Sonnenblumen und mit Buchweizen zusammen. Ja, und das seht ihr einmal hier. Ich habe hier übrigens 25 Kilo Säcke Buchweizen und 25 Kilo Sack keimfähigen Hafer. So, und fertig gekeimter Buchweizen sieht dann so aus. Also der ist schon am Eskalieren hier. Ja. Also nicht aufgegessene Buchweizen fange ich meistens in so einer BPA-freien Tupperware hier auf. Da hält er sich im Kühlschrank fast eine Woche. Und wenn ich mal unterwegs bin oder so, dann ist das halt eben so. Ja, so fange ich den Hafer dann auf. Also man sieht, das sind so kleine Fortsätze. Die sind schlechter zu sehen, wenn er schon wieder gedörrt worden ist. Sonst sind sie sehr deutlich zu sehen. Und die kann man dann ganz einfach in dieser Flockenquetsche hier zermahlen. Habe ich auch übrigens auch unten mal verlinkt für euch. Und ja, so einfach kann man das dann auch machen. Ja. So, und wir sind hier fertig gedörrt. Und so sehen die dann aus. Und die mische ich halt mit ein paar Buchweizenkörnern gekeimten. Und dann stecke ich mir die einfach so in den Mund. Und das schmeckt echt richtig gut zusammen. Das ist relativ easy und warum ich das mache, das ist aus dem Grunde, weil ich finde, wenn man im Urlaub ist, möchte man sehr, sehr wenig Zeit mit Essen verbringen, weil man möchte ja, man ist ja nicht umsonst, wow, eine Hummel. Man möchte ja nicht umsonst im Urlaub fahren, damit man andere Dinge tut, die man normalerweise zu Hause vielleicht tut und ja, deswegen muss man den Kopf frei haben, deshalb Lebensmittel, die relativ dicht sind, sind sehr, sehr praktisch. Was nicht so eignet, ist zum Beispiel viel, viel Obst, weil dann habt ihr natürlich immer diese Insulin-Peaks die ganze Zeit, weil natürlich keine freien Aminosäuren, kein Fett dazu kommt und damit euer Zuckerspiegel schnell nach oben steigt, aber auch schnell wieder nach unten steigt. Und wenn der einmal oben war und dann wieder unten, misst ihr Körper immer dieses Delta, diese Differenz. Und wenn er merkt, dass ein Abfall passiert ist, in relativ kurzer Zeit, habt ihr schnell wieder Hunger. Das heißt, und des Weiteren sind es noch relativ Kalorien, ja, undicht. Und deshalb habt ihr da quasi den ganzen Tag Hunger und das ist nicht so praktisch, finde ich. Deswegen eignet sich diese gekeimten Sprossen und getrockneten Sprossen bzw. gedörrten Sprossen viel, viel besser, weil ihr in Buchweizen sehr, sehr viel Kohlenhydrate direkt drin habt. Gerade wenn sie gedörrt sind, sind sie ja noch mal kleiner in dem Sinne und man kann sie überall mitnehmen. Und des Weiteren sind so toll, weil mit Sonnenblumenkern, die Mischung ist wirklich ganz fantastisch, weil ihr letztendlich darin auch noch Fett und auch noch freie Aminosäuren habt, ja, weil es ja schon gekeimt ist in dem Sinne. Keine Proteine mehr, sondern Aminosäuren sind daraus entstanden. Und die regulieren den Blutzuckerspiegel nochmal viel, viel besser. Das heißt, ihr habt nicht so schnell wieder Hunger. Des Weiteren seid ihr mit also Kohlenhydraten, Proteinen und noch Fetten versorgt. Ja? Das heißt, alles, was euer Körper in dem Sinne braucht. Und das ist eben bei Obst oder sowas ist das manchmal nicht gegeben, ja, weil ihr da, wie gesagt, dieses Fett puffert ja auch nochmal in dem Sinne diese krassen Insulinpeaks und so weiter, diese freien Fettsäuren, ja, in dem Sinne. Ist ja kein Fett in dem Sinne, sondern es sind Fettsäuren nur noch, ne, auch viel leichter wieder aufzunehmen. Und deshalb habt ihr alle drei Sachen direkt
vereint in dem Sinne und ein perfektes Lebensmittel sozusagen dadurch geschaffen, ja. Und mit sehr, sehr wenig letztendlich, weil 100 Gramm gedörrt oder sowas ist wirklich nicht viel. Und sozusagen von jedem, das ergänzt sich sehr, sehr gut, ja. Des Weiteren ergänzt sich auch noch sehr, sehr gut das Aminosäureprofil, das heißt, wenn ihr auch Kraftsport oder sowas betreibt, ja. Weil die gekeimten Süßlupinen, weil die gekeimten Sonnenblumen viel, viel mehr Leucin enthalten. Ja, dazu habe ich auch ein Video gemacht, warum Leucin so wichtig ist. Ja? Könnt ihr euch gerne auch mal anschauen, kann ich mir oben verlinken. Und die haben dreimal so viel halt. Und des Weiteren ist aufzufallen, dass das Aminosäureprofil von Buchweizen sehr, sehr, ja, sagen wir mal, von den essentiellen Aminosäuren, den 8 Stück, relativ ausgeglichen ist. Gut, aber nicht wirklich herausragend. Und von den Sonnenblumenkernen wirklich die BCAAs, das heißt die Brain Chain Amino Acids, das heißt die Aminosäuren, die am meisten im Muskel vorkommen und eure Muskel am meisten dann schützen, in dem Sinne auch, wenn ihr im Urlaub seid vielleicht sogar, am meisten vorkommen. Das heißt, die BCAAs sind sehr, sehr hoch. Ja, von dem, des Weiteren enthält der gekeimte Sonnenblumen auch fast 30 Gramm Eiweiß. Das ist wirklich enorm. Ja. Das Fettsäurespektrum verbessert sich natürlich enorm. Ja. Vorher sehr, sehr viel Omega-6. Nach dem Keim ändert es sich natürlich. Ja. Und deswegen, das ist auf jeden Fall mein Tipp Nummer 1 für euch. Tipp Nummer 2 vielleicht für die, die es vielleicht noch nicht so mögen, wobei es relativ lecker ist eigentlich, dieser, die schmecken fast wie geröstet, diese Sonnenblumenkerne, wenn sie einmal gedörrt sind. Und als Snack sozusagen vielleicht noch, ja. Da gibt es so eine Art Fruchtleder in dem, von Anne Wigmore, vielleicht kennt ihr die, das ist quasi der, wie wir überhaupt dieses Weizengras zu verdanken haben. Ja? Viele kennen sie, ja, Weizengras, alles ganz toll, aber keiner weiß, woher das letztendlich kommt, das ist Anne Wigmore war das, ja. Die hatte nämlich Krebs gehabt und hat dann diese Gräser gegessen. Ich weiß nicht, was die am Anfang gegessen hat. Quecke oder so? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall hat sie sich damit quasi geheilt. Und sie wusste dann auch nicht, welches Gras das Beste ist in dem Sinne. Und hat dann viel ausprobiert. Und dann hat sie sozusagen Tieren immer Gräser vorgesetzt. Und dann hat man geschaut, welches Gras haben die Tiere immer bevorzugt. Und es war halt fast immer Weizengras. Und deswegen, wenn man sich vielleicht diese Profile anschaut von den Gräsern, dann ist Dinkelgras zum Beispiel sehr, sehr weit vorne. Aber meiner Meinung nach kommt es nicht auf die Vitamine oder Minerale an, weil die sind eh abundant in diesen Gräsern. Ja, deshalb, es kommt auf viele andere Dinge an, ja, auf Biophotonen, auf Lebendigkeit von dem Lebensmittel. Und da sind wir, glaube ich, noch ganz am Anfang von der Thematik. Ja. Deshalb diese Antwort zu beantworten, welches Gras am besten ist, ist relativ schwierig. Aber ich bin mega vom Thema abgekommen. So. Und wo war ich überhaupt? Auf jeden Fall geht es darum, dass ich so einen Snack mit für euch noch machen wollte. Und zwar diese Anne Wigmore hat das Rezept, das waren so Protein-Cookies, in dem Sinne hat sie es, glaube ich, genannt. Und das sind einfach gekeimte Sonnenblumenkerne wieder mit Bananen zum Beispiel zusammen. Ja, ich finde zum Beispiel Fruchtleder, finde ich, ja, ganz cool, aber ist mir irgendwie so zu süß so. Und da fehlt mir vielleicht noch so dieses fürs, ja, um es komplett zu machen, fehlt mir etwas. Und das sind wirklich Sonnenblumenkerne, das ist ganz, ganz toll. Das schmeckt wirklich, wirklich fantastisch. Nicht wundern, es kratzt so ein bisschen im Hals, immer gekeimte Sonnenblumenkerne. Aber das ist ganz normal, ja. Das ist nicht, dass ihr irgendwie denkt, das ist irgendwas mit schlecht oder so. Das ist wirklich ganz normal. Und ich finde diese beiden Lebensmittel wirklich perfekt. Also, wenn man diese beiden mischt, wirklich, dann habt ihr, die Banane wird extrem aufgewertet in dem Sinne, ja, mit dem Aminosäuren, ja. Weil allgemein Obst sehr schlechtes Aminosäureverhältnis hat, ja. Und dadurch diese freien Aminosäuren durch diesen Zucker noch von diesen Bananen extrem nochmal den Blutzuckerspiegel regulieren und perfekt Snack ist, ja. Und die Mengenverhältnisse und so weiter habe ich jetzt in einem Video, glaube ich, nicht so gut erklärt. Vielleicht nochmal nachtragend würde ich ungefähr nehmen 200 Gramm Trockenmasse Sonnenblumenkerne ungekeimt und dann halt keimen lassen. Und dann halt noch circa so 4 Bananen. Das ist circa eine gute Mischung. Und versuchen kein Wasser zu nehmen, weil dann wird es relativ schwierig zu dörren und wird es relativ teuer irgendwann. Ja, deswegen. Und das seht ihr hier nochmal. So, was ihr für das Rezept benötigt, sind gekeimte Sonnenblumenkerne. Wir gucken mal, wie viel Gramm das denn letztendlich sind. Ich mache das mal mit Auge ungefähr. Also gekeimt sind es dann 250 Gramm ungefähr, ungekeimt 170. So, und hinzu kommt circa so, ja, 500 Gramm Bananen. Sind dann, ja, ungefähr 400 bis 500 Gramm Bananen. Circa die doppelte Menge Bananen, ja, wie gekeimte Sonnenblumenkerne. Und das mixen wir dann einfach nur. So sieht deine Masse dann aus, wenn sie fertig ist. Ziemlich eine gute Konsistenz, so. Seht ihr? Ziemlich cremig. Bloß kein Wasser hinzugeben. Reicht völlig aus.
So, hier haben wir eine Buchweizen, hier haben wir die Sonnenblumenkerne und hier haben wir zweimal das, den Cookie, wie das wird, ne? Den Protein-Cookie in dem Sinne. Und das wird jetzt einfach gedörrt und wir sehen uns einfach morgen wieder. So, hier ist das Fruchtleder nach ca. 12 Stunden gedörrt und es schmeckt so. Einfach mega geil. Und als letzte Alternative ist es so, was ich euch sagen kann, was ich mache, wenn ich relativ länger unterwegs bin. Zum Beispiel war ich auf dem Rohkost-Potluck in Leipzig letztes Jahr. Und da haben wir gezeltet. Was habe ich gemacht? Ich habe drei Sprossengläser mitgenommen. Ein bisschen Keimgut, also das heißt so ein halbes Kilo oder Kilo, weiß ich nicht mehr. Einfach in den Rucksack rein und so ein Gestell in dem Sinne, ohne diesen Untersetzer. Nur dieses Gestell, das habe ich irgendwo auf die Wiese gestellt und diese drei Gläser da drauf. So, und dann muss man jetzt wissen, was nimmt man mit? Das ist jetzt der große, ja, wichtig ist zu wissen, welche Keimsorten sich eignen. Zum Beispiel Buchweizen eignet sich überhaupt nicht gut, weil der schleimt letztendlich. Bei Wärme kann das Wasser nicht so gut abtropfen. Ihr habt auch gar nicht so viel Wasser vielleicht immer zur Verfügung. Und das kann relativ schnell schimmeln. Genauso alle Pseudogetreide in dem Sinne, ja. Beziehungsweise Braunhülse wird wahrscheinlich noch gehen, die schleimt so gar nicht, aber die keimt viel, viel zu lange. Das dauert viel, viel zu lange. Ist auch relativ hart zu kauen, muss ich sagen. Ja, das heißt, und des Weiteren alle Getreidearten ebenfalls nicht geeignet, weil sie sehr, sehr schnell fermentieren. Hab das Video schon dazu gemacht, habe ich. Wie ihr Probiotika letztendlich daraus herstellen könnt. Aber dieser Grad von Probiotika und dass das Lebensmittel umkippt, ist sehr, sehr schmal. Und deshalb würde ich empfehlen, auf keinen Fall Getreide letztendlich mitzunehmen und zu keimen, weil es da auch nicht funktionieren wird. Also nicht so optimal, weil es auch relativ oft gespült werden muss. Ja? Genauso wie mit dem Pseudogetreiden. Und das wollen wir natürlich auch nicht, weil wir da keinen Bock drauf haben. Weil wir andere Dinge tun wollen im Urlaub oder wenn wir unterwegs sind. Deswegen geht's auch nicht. So, deshalb Süßlupine ist ganz cool, aber muss auch mindestens zweimal am Tag gespült werden, sonst wird die so muffig. Könnt ihr einfach mal stehen lassen, dann werdet ihr sehen, das wird relativ schnell muffig. Auch nicht so geeignet. Und rote Linsen ebenfalls super, also wäre natürlich ganz toll, aber die sind auch so pappig, weil die Schale auch nicht mehr da ist. Und die werden dann ja auch so, weil das Wasser nicht so gut abfließen kann, da kann sich was sammeln, Feuchtigkeit, lange, wenn Wärme kommt, dann schimmelt die auch sehr schnell. Also super schnell eigentlich. Und gibt ein paar Linsenarten, zum Beispiel Tellerlinsen, muss man auch noch so ein, zweimal auf jeden Fall am besten spülen, weil die können auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen pappig werden eigentlich, ja. Und deshalb, jetzt Frage an euch, was meint ihr, welche Keimsaat ich jetzt wohl nennen werde? Ja, ist echt schwierig. Und ich verrate es euch, es ist die Beluga-Linsen. Und die Beluga-Linsen sind einfach genial für diese Sachen. Die habe ich auch damals mitgenommen, das ist schon mein Trick seit Jahren, den ich nutze. Und zwar, ich habe auch lange Zeit, ich habe fast anderthalb Jahre jeden Tag 170 Gramm gekeimte Beluga-Linsen gegessen. Also Trockenmasse, ne? Und dann gekeimt. Also sehr, sehr lange habe ich es gemacht. Bin jetzt irgendwann wieder gewechselt oder so. Und das Geile daran ist, nein, warte, ich muss seriöser klingen. Warte, ich muss mal den Knopf zumachen. Und das Gute daran ist, dass diese Beluga-Linsen eingeweicht werden müssen, über Nacht, in Wasser. Und dann, ich verrate euch gleich noch einen Trick, was noch sehr, sehr gut ist beim Einweichen. Und das Gute ist daran, ihr müsst sie nie wieder spülen. Gar nicht. Nix, gar nicht. Ihr lässt sie einweichen, kippt das Wasser weg, kippt vielleicht nochmal kurz nach. Und danach könnt ihr sie stehen lassen. 3 Tage, dann sind die fertig. Und das absolut Krasse ist, es ändert sich nichts, wenn ihr sie spült oder nicht spült. Es ändert sich nichts. Sie keimen nicht schneller oder besser oder sonst was. Gar nichts. Das heißt, die brauchen gar nichts mehr. Die sind so krass angepasst. Das lässt natürlich darauf schließen, dass diese Linsen sehr, sehr gut an trockenen Standorten eben heimisch sind. Ja? Und sehr, sehr gut an diese Umgebung angepasst sind. Ja? Und das ist absolut das Lebensmittel Nummer 1 top und ganz, ganz großer Tipp von mir an euch. Und ihr seht das Video vielleicht nochmal ganz kurz jetzt, wie ich sie keime und wie ihr seht das letztendlich. Ich habe diese Sprossen nicht angefasst, einfach nur stehen lassen und seht ihr jetzt. Jetzt zeige ich euch mal, warum die Beluga-Linsen so super sind. Das sind nämlich die von DM hier, Eigenmarke, kosten 2 Euro noch was. Einfach in ein Keimglas und zwar meistens mal ist immer so 170 Gramm ungefähr, also so ungefähr ein Drittel, ja, wie ihr hier seht. Ungefähr, ein bisschen. So. Ja, die Hälfte daneben und so ungefähr, ja. Und ganz wichtig ist, einmal einweichen
brauchen schon etwas mehr Wasser, ja, ganz klar. Und dann einfach über Nacht stehen lassen und dann sehen wir mal am nächsten Morgen. Ach so, nochmal Nachtrag. Tut gar nicht so viel Wasser hier rein. Und zwar noch ein bisschen. Und zwar nur so viel, wie tatsächlich auch die Samen brauchen, weil dieser schwarze Farbstoff, ja, ist ja auch ein sekundärer Pflanzenfarbstoff, ja. So schützen sich die Samen natürlich, ja. Und diese sind immer positiv für unseren Körper, ja. Deswegen tut nur so viel rein, wie viel die wirklich brauchen, ansonsten schüttet ihr ganz viel Wasser weg, wo sich diese sekundären Pflanzenstoffe gelöst haben. Und dann schüttet ihr dieses schwarze Wasser einmal weg, weißt du? Deswegen so wenig wie möglich halt. Vielleicht sogar so. Das sollte eigentlich reichen. Ja, als Tipp. So, nächster Morgen. Und ihr seht, es ist immer noch zu viel Wasser. Seht ihr hier oben, dieses Schwarze hat sich gesammelt. Das sollte nicht so sein. Ist jetzt nicht so schlimm, aber... Ja, ihr seht zum Beispiel, jetzt zieht das Schwarze hier weg. Und das ist sehr schade. Ne? So, was ihr macht, ist einmal sprühen. Und danach einfach nur noch stehen lassen. Und das war's. Mehr müsst ihr nicht tun. Einmal spülen und das war's. Und das Coole ist, ihr braucht das Gitter quasi, also es tropft fast gar nicht, seht ihr? So, jetzt noch ein bisschen und danach tropft das überhaupt nicht mehr, ja? Zum Beispiel Buchweizen tropft noch, was weiß ich, ein paar Minuten danach noch, ne? Und das einfach gar nichts so weit, ne? Seht ihr? Und das hat der Vorteil auch dabei. Das heißt, man braucht dieses Gestell hier unten eigentlich gar nicht dafür, weil die Linsen, beziehungsweise die Beluga-Linsen ganz wichtig, sowieso nicht so tropfen. So, wir haben Tag 1 und wir haben schon abends, also Tag 1 abends. Und ich habe diese Sprossen seitdem nicht angefasst, gar nichts. Ich habe nur das Wasser abgegossen, womit sie gespült worden sind. Und schauen wir mal. Die sind schon eigentlich verzehrfertig. Aber wir warten trotzdem noch mal einen Tag. Ich spüle sie wieder nicht. Ich lasse sie einfach so stehen. Und dann sind sie an Tag 2 komplett schon verzehrfertig. Das heißt, sie brauchen keine Pflege, gar nichts. Das ist einfach richtig genial. Wir sehen uns dann nochmal morgen wieder. So, wir haben Tag 2 abends. Und ich habe sie nicht angerührt. Seitdem. Und schaut mal. Also, heute schon extrem verzehrfähig. Ich lasse sie einfach nochmal einen Tag länger. Wenn man 3 Gläser dabei hat, hat man fast immer 2 bis 3 Tage lang Zeit, ne? Also, ja, wir sehen uns dann morgen nochmal. So, Tag 3, ich habe sie immer noch nicht angefasst oder gespült. Ich denke, das ist einmal angefasst zum Zeigen. Und ja, Tag 3 und sie sind wirklich mehr als verzehrfertig. Und ich habe sie nicht einmal gespült. Tada! Ja, das war's wieder von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich bin übrigens gerade unterwegs und drehe noch einen Vlog für euch. Mache ein bisschen Wildkräuterbestimmung hier. So ein paar Tipps und Tricks verrate ich euch noch. Und weiß noch nicht, wann das Video kommt. Mal gucken. Könnte noch ein paar Wochen oder so dauern. Ich habe vielleicht noch ein paar andere Dinge geplant. Ja, auf jeden Fall würde ich mich sehr über Daumen nach oben freuen. Teilt das Video sehr, sehr gerne. Jetzt habt ihr auf jeden Fall Input, beziehungsweise was ich so mache, wisst ihr. Und ich hoffe, es hilft euch auf jeden Fall. Und wie gesagt, Daumen nach oben teilen wäre ganz, ganz toll. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, wir gehen am Netz. Girl, I know you miss me. Just know I miss you. Went from C straight to V, and I understand everything I put you through. I left you alone, but I'm the one that owes you. You should know you complete me, and that I do it for us weekly. Now